Nach Parlamentsentscheid für Kernstück der Justizreform. Massenprotest und chaotische Zustände in israelischen Großstädten. Russland greift ukrainischen Donauhafen an, nur wenige hundert Meter von der rumänischen Grenze entfernt. Politische Unsicherheit nach der Parlamentswahl in Spanien. Beide Großparteien streben Regierungsbildung an. Brände auf griechischer Ferieninsel Rhodos noch nicht entscheidend eingedämmt. Griechische Regierung spricht von einem Kriegszustand. Die Entscheidung einer Mehrheit der israelischen Parlamentsabgeordneten, für ein Kernstück der umstrittenen Justizreform zu stimmen, hat Teile des Landes ins Chaos gestürzt. In Großstädten wie Jerusalem und Tel Aviv drückten bei Kundgebungen Tausende ihren Unmut aus. Sie besetzten Straßenkreuzungen. Die Staatsmacht hatte trotz des Einsatzes von Wasserwerfern und berittener Polizei große Schwierigkeiten, die Ordnung wiederherzustellen. Nach 30-stündiger Debatte hatte das Parlament mehrheitlich für den Entwurf gestimmt. Die Opposition verließ aus Protest geschlossen den Saal. Die Regierung will eine Justizreform durchsetzen, gegen die es seit Monaten zu Protesten kommt. Sie beschneidet unter anderem die Entscheidungsmacht des höchsten Gerichts des Landes. Um die Änderungen durchs Parlament zu bringen, musste Netanjahu rechtsnationalen und ultrareligiösen Parteien Zugeständnisse machen. Russland hat die ukrainischen Donauhäfen Reni und Ismail angegriffen, die nur wenige hundert Meter von der rumänischen Grenze und damit vom Bündnisgebiet der NATO entfernt liegen. Das rumänische Verteidigungsministerium betonte, bislang bestehe für das eigene Hoheitsgebiet keine Gefahr. 7 Menschen wurden bei dem mit Drohnen ausgeführten Luftangriff verletzt, mehrere Lagerhäuser und Hafenanlagen wurden beschädigt. Euronews Rumänien nahm die Lage in Reni und in der nahegelegenen rumänischen Stadt Galați unter die Lupe. Adunați acum practic rămășițele de la explozie, da, din dronă, din... Am mai adunat așa mașină. Asta a fost căzută, dar a avut o grămadă de capașii de ăștia înalti și au ținut-o să nu cadă în apă de tot. De pe barja lui a colectat niște obiecte despre care spune că da, nu aveau cum să ajungă acolo decât în urma exploziilor. Spun membrii echipajului că acest material foarte subțire ar putea să fie chiar partea unei drone care a căzut la câțiva metri distanță de barja pe care o coordona. Die rumänische Hafenstadt Galați liegt rund 18 km Luftlinie von Reni entfernt. Cele 6 nave, după consumarea atacului, au contactat Port Control Galați și au cerut permisiunea de a intra în apele naționale românești. S-a găsit ca și soluție posibilitatea ancorării la malul drept în zona Mile Marine 74. Toate cele 6 nave sunt la ancoră, sunt în siguranță. Der Lärm des Luftangriffs riss in Galati Menschen aus dem Schlaf. Euronews hat sich bei Bewohnern der Donaustadt umgehört. S-a auzit, ca și cum ar fi să explozi la Furnal, că s-a mai întâmplat. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând. Iar dacă se va extinde chestia asta, să ne ferească bun Dumnezeu, ce să zic altceva. Das rumänische Verteidigungsministerium beobachtet die Lage. Ein Ministeriumssprecher sagte gegenüber Euronews: Din evaluările structurilor cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național, spațiului aerian sau apelor teritoriale ale României. Rund 4 Stunden dauerte der russische Angriff. Örtliche Medien berichten, 15 Drohnen seien eingesetzt worden, von denen 3 durch die ukrainische Luftabwehr unschädlich gemacht worden seien. Spanien ist nach der vorgezogenen Parlamentswahl vom Sonntag in eine Phase der Ungewissheit eingetreten, da die beiden großen Parteien des Landes angedeutet haben, dass sie einzeln an die Macht kommen wollen, obwohl keine von ihnen eine klare Mehrheit für die Regierungsbildung hat.
Die rechtsgerichtete Volkspartei von Alberto Núñez Feijóo gewann die meisten Sitze, verfehlte aber die parlamentarische Mehrheit. Feijóo hat jedoch bereits angekündigt, dass er alle Möglichkeiten zur Regierungsbildung ausloten werde. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der bei der Wahl besser als erwartet abgeschnitten hat, schließt Neuwahlen aus und sagt, dass die Demokratie eine Formel für die Regierung finden könne. Er könnte versuchen, die Hardliner-Partei gemeinsam für Katalonien an Bord zu holen. Der Parteichef Carles Puigdemont hat eine Zusammenarbeit mit Sánchez jedoch bereits ausgeschlossen. Puigdemont lebt seit der gescheiterten Unabhängigkeitsbestrebung Kataloniens im Jahr 2017 im selbstgewählten Exil in Belgien. Das neue Parlament wird erstmals in einem Monat zusammentreten. König Felipe wird dann voraussichtlich einen der Parteichefs einladen, eine Regierung zu bilden. Das Ergebnis der Parlamentswahl in Spanien hat jene aufatmen lassen, die einen Aufstieg der Rechtsextremen befürchtet hatten. Die Partei Vox verzeichnet mit einem Verlust von 19 Sitzen sogar einen Abstieg, anders als ähnliche Parteien zuletzt in Italien, Schweden oder Finnland. Es war ein Ergebnis, das die Umfragen bereits vorweggenommen hatten. Für die konservative Volkspartei, die PP, zeigt sich keine Möglichkeit, eine Mehrheit im Parlament zu erreichen. Ist Spanien eine Ausnahme in Europa oder war es das mit dem Aufstieg der Rechten? No se puede extrapolar a otros países europeos y no se puede decir ahora que se ha parado, entre comillas, a la extrema derecha en España, vamos a ver una ola de reacción contra la extrema derecha en otras partes de Europa porque son extremas derechas distintas, porque son extremas derechas que no han surgido del mismo sitio ni van al mismo sitio. Y también creo que, bueno, en este caso, a Vox en concreto, le va a costar muchísimo con volverse a poner de pie después de la debacle, entre comillas, de ayer, aunque era una debacle ya anunciada. Für Spanien und Europa beginnt nun eine Zeit der Unsicherheit. Die Parlamentswahl verlief inmitten der spanischen EU-Ratspräsidentschaft, die Madrid noch bis Ende des Jahres innehaben wird. Das komplizierte Wahlergebnis wird eine Regierungsbildung erschweren. Auch eine Wiederholung des Urnengangs gilt nicht als ausgeschlossen. En Bruselas pueden haber sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, creo que seguramente sea una satisfacción para ellos que, bueno, la extrema derecha en España no haya terminado de tener un resultado importante, que haya bajado y que tampoco vaya a poder condicionar un nuevo gobierno, pero de todas maneras, la aritmética, ¿no?, para formar un nuevo gobierno es un poco incierta, un poco inestable y no queda claro si se va a poder revalidar el gobierno actual de coalición y tampoco queda claro si nos vamos a ver en un par de meses, tres meses, en una repetición electoral, ¿no? Entonces, obviamente, eso agrega incertidumbre en el medio también de la presidencia rotatoria, ¿no?, de España, el Consejo de la Unión Europea. Je länger die Regierungsbildung dauert, desto schwieriger wird es für Spanien, seine Kräfte auf die Ratspräsidentschaft zu konzentrieren. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in der EU und die Kommission braucht die Unterstützung Madrids, um wichtige Gesetze wie die Reform des Strommarktes und den Migrationspakt umzusetzen. Auf Rhodos versuchen Einsatzkräfte weiterhin, die Brände im Südosten der Insel einzudämmen. Das Auswärtige Amt in Berlin unterstützt deutsche Urlauberinnen und Urlauber vor Ort. Sonderflüge sollen viele von ihnen nach Hause bringen. Zur Eindämmung der seit einer Woche wütenden Feuer entsandten die Europäische Union und die Türkei Löschflugzeuge nach Rhodos. Die ägyptische Regierung stellt Löschhubschrauber. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sprach von einem Krieg gegen die Flammen, in dem sich sein Land befinde. Dieser Zustand sei auf den Klimawandel zurückzuführen. Μπροστά μας μετά εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση του καύσωνα, αλλά είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μόνιμη επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο μέτωπο της φωτιάς. Satellitenbilder der Insel Rhodos zeigen die Schäden, die die Flammen angerichtet haben. Schätzungen zufolge waren am Montag noch etwa 9.500 Menschen in Hallen und Schulen untergebracht oder von Privatleuten aufgenommen worden. Viele Menschen versuchen immer noch mit Sonderflügen nach Hause zu kommen, ebenso wie Saisonbeschäftigte in Hotels, deren Arbeitsplätze nun gefährdet sind. Die Hitzewelle und damit auch die Brandgefahr wird noch mindestens einige Tage in Süd- und Südosteuropa anhalten. Die Regierungen mehrerer Länder warnen vor Reisegefahren, insbesondere für bewaldete Gebiete.
Die US-Notenbank hat die Schweizer Großbank UBS zu einer Geldstrafe von umgerechnet 242 Millionen Euro verurteilt. Hintergrund sind Verfehlungen im Risikomanagement des von UBS übernommenen Konkurrenten Credit Suisse. Die UBS akzeptierte das Strafmaß. Im Fokus der US-Notenbank standen die Geschäfte der Credit Suisse mit dem spektakulär zusammengebrochenen Hedgefonds Archegos. Die Geldbuße ist Teil internationaler Maßnahmen der Aufsichtsbehörden in den USA, Großbritannien und der Schweiz. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Senegals sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen konnten lebend aus dem Wasser geborgen werden, nachdem ihr Boot offenbar an einem Felsen zerschellt und dann untergegangen war. Feuerwehr und Fischer eilten ihnen zu Hilfe. Die Herkunft der Menschen ist nicht bekannt. Nach Polizeiangaben befand sich das Boot auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln. Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord befanden, ist Gegenstand von Ermittlungen. In Kameruns Wirtschaftsmetropole Douala sind beim Einsturz eines vierstöckigen Gebäudes mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Nach Regierungsangaben begruben Teile des Gebäudes ein kleineres Nachbarhaus unter sich. Die Ursache für den Kollaps ist nicht bekannt. Spekuliert wird über Materialermüdung oder Mängel am Bau oder Baustoffen. Ein Experte nahm an, dass Bauvorschriften missachtet wurden. Die Nichteinhaltung von Vorschriften gilt als Ursache für ein ähnliches Unglück mit 5 Toten in Douala im Jahr 2017.